Herr Abgeordneter, am 8. März ist der Parteitag der Reformkonservativen, die REKOS. Was wird uns da erwarten? Wir haben am 8. März in Wien, im Prater, haben wir... Im Wagon 31 im Prater. Im Wagon 31 haben wir zu einem Gründungsparteitag eingeladen, der Reformkonservativen, wo ich jeden christlich bewegten, politisch Interessierten einladen möchte dazu. Der kann als Gast teilnehmen. Auch konservativ eingestellte Bürger, die daran teilnehmen möchten, sind dort herzlich eingeladen. Es werden natürlich nur die, die Mitgliedschaft haben, dort abstimmen können als Delegierte. Aber es ist eine, sozusagen eine wirklich offene Veranstaltung. Wir wollen dort zunächst das Statut absegnen, das wir als Partei bereits eingereicht haben beim Innenministerium. Wir müssen es aber auch formell noch absegnen. Dann die Organe wählen. Dann wollen wir das EU-Wahlprogramm beschließen und das Parteiprogramm diskutieren und beschließen. Und dann habe ich noch vor, die Kandidaten dort vorzustellen, weil es geht ja jetzt wirklich Schlag auf Schlag, weil wir bereits mit Anfang März die Liste einreichen werden und dann uns bereits als Reformkonservative auch schon im Wahlkampf beteiligen werden, weil bei uns schlicht und einfach keine finanziellen Mittel vorhanden sind, wir also auch nicht die mediale Unterstützung haben. Daher müssen wir umso mehr einen persönlichen Einsatz bringen, sodass ich also ab März quer durch alle Bundesländer unterwegs sein werde, um im Hinblick auf die EU-Wahlen am 25. Mai auch das Ergebnis, das wir uns wünschen, zu erzielen, nämlich dass wir das Mandat schaffen. Also am 8. März in Wien im Prater um 11 Uhr die Reformkonservativen. Da starten wir. Alles Gute für diesen Start. Danke. Und bevor ich es vergesse, am 13. März werden Sie in Vorarlberg sein. Ja. Also ist auch der Westen Österreich dann... Ich habe mehrere Termine in den Bundesländern. Es gibt einen Termin in Tirol, auf der Homepage der REKOS abrufbar, in Vorarlberg, in Salzburg. Ich war schon in Oberösterreich und Niederösterreich und im Burgenland. Kärnten ist noch schon geplant, und die Steiermark. Also ich bin quer durch alle Bundesländer in einer ersten Tour unterwegs, aber es wird danach sofort eine zweite Tour geben. Also ich muss jetzt permanent schauen, dass ich wirklich draußen die Gruppierungen erreiche und mobilisieren kann, weil es wirklich eine reelle Chance gibt, dass wir das Mandat erreichen. Es ist in etwa notwendig, zwischen 150.000 und 160.000 Stimmen zu erreichen, zu erzielen. Dann haben wir das Mandat geschafft. Und damit sieht auch der Bürger, dass es einen Sinn macht, die Reformkonservativen als Dach sozusagen für Konservative und für Menschen, die aus christlicher Überzeugung Politik betreiben wollen, dass diese Menschen und diese Bürger eine echte parlamentarische Vertretung haben. Und damit wäre natürlich dann auch die Chance gegeben, weitere politische Projekte im Hinblick auf eine Nationalratswahl zu starten. Alles Gute für den Parteitag am 8. März, alles Gute für die Bundesländertour. Danke sehr.